bin Nikolai Fichtner, energiepolitischer Korrespondent bei der Financial Times Deutschland und darf diese Abschlussdiskussion moderieren, die das Öko-Institut mit dem schönen Namen Energiewende, was nun Herausforderungen heute und morgen betitelt hat. Das heißt, wir können eigentlich über alles Mögliche reden, wollen uns aber auf die interessanten Teile beschränken. Die Chancen stehen da ganz gut, wenn ich mir das Podium so anschaue. Ich darf Sie kurz vorstellen. Herrn Hohmann haben Sie gerade gehört. Sie waren ja auch vorher lange Beamter im Wirtschaftsministerium. Als Staatssekretär waren Sie an zwei Energiewenden beteiligt, wobei Sie wahrscheinlich sagen würden, das eine war das Energiekonzept, das andere war nur die Aktualisierung. Aus Ihrer Beamtensicht, welcher Teil war der spannendere, der anstrengendere? Beide Teile sind spannend. Der erste Teil war halt natürlich das Grundkonzept für die Energiewende, damals finanziert aus einer Laufzeitverlängerung. Das war ja nun so, dass das Geld aus der Laufzeitverlängerung, wie sie damals geplant war, ja vorgesehen war, eben gerade diesen Umstieg in die Energiewende, in die Erneuerbaren ein Stück weit mitzufinanzieren. Wir sehen ja heute, wo das Geld dann auch fehlt an der Stelle. Und der zweite Schritt nach Fukushima haben wir sozusagen dann den gesellschaftlichen Prozess gemacht, mit der Kernenergie oder der Kernenergie den gesellschaftlichen Prozess gemacht. Auch aus nachvollziehbaren Gründen. So, und jetzt haben wir halt im Kern, deswegen... Also war beides schön. Ja, aber schön ist ja der falsche Begriff. Das sind natürlich heftige Debatten gewesen. Aber ich will sagen, das steht auch in einer gewissen Kontinuität, weil immer gesagt wird, das sei so die Rolle rückwärts gewesen oder so, der zweite Schritt, sondern wir haben praktisch die Finanzierungsgrundlage entzogen an dieser Stelle. Neben Ihnen sitzt Jochen Flassbart, der Präsident des Umweltbundesamtes. Er war vorher 11 Jahre lang Präsident des Naturschutzbundes, NABU, dann Abteilungsleiter im Umweltministerium für Naturschutz zuständig. Deswegen halten ihn viele für einen Grünen, ist er aber gar nicht. Er ist Sozialdemokrat aus dem Ruhrpott und verkörpert aber auch einen der spannenden Konflikte der Energiewende. Also mit zwei Herzen, das Naturschutzherz, aber Sie vertreten auch 100% Ökostrom. Gab es da mal einen besonderen Fall, wo Sie sich nicht für eins entscheiden konnten? Naja, jedenfalls kenne ich die Debatte bestens. Also ich würde mal sagen, rückblickend auf die Zeit beim NABU, da gab es zwei wirklich schwierige Themen, die zusammenzubringen, oder zwei ganz heftige Debatten. Das eine war das Thema Jagd und Naturschutz, interessiert hier nicht so. Und mit gleicher Heftigkeit wurde die Windenergie diskutiert, Ende der 90er Jahre, Anfang 2000. Das war emotional mit der Heftigkeit von heute überhaupt nicht mehr vergleichbar. Das ist auch die große Veränderung, dass die großen Umwelt- und Naturschutzverbände, glaube ich, sehr viel Verantwortungsbewusstsein zeigen, wie man die Debatte auch mitgestaltet. Und ich bin ja ganz froh, dass auch Jochen Hohmann sagt, wir brauchen gar keine Anpassung des Rechts, des Naturschutzrechts oder des Umweltrechts. Wir müssen es klug anwenden, wir müssen die Debatte ehrlich und klug führen. Ich glaube, das ist der Weg. Das kann Peter Amels auch sehr gut nachvollziehen. Sie waren sind Landwirt und ein Windkraftpionier der ersten Stunde, 10 Jahre lang Präsident des Bundesverbandes Windenergie und haben Ihre Branche da beim Wachsen geholfen. Sie haben früher als andere erkannt, dass der viele Windstrom auch abtransportiert werden muss im Stromnetz und sind dann zur Umwelthilfe und haben sich dort vor allem im Forum Netzintegration engagiert. Sie haben bei sich zu Hause auch das volle Programm stehen. Sie haben da Windräder und Sie haben auch einen Strommast. Wie kam es denn dazu? Naja, an der Küste war mehr und mehr die Notwendigkeit entstanden, Windstrom abzuführen und deswegen mussten neue Leitungen gebaut werden. Allerdings war zu Anfang die Kommunikation nicht in die Richtung und es war zunächst unverständlich, warum da Leitungen gebaut werden. Deswegen habe ich auch dagegen geklagt bis zum Gericht, habe natürlich verloren. Und ich wünschte mir manchmal, dass die Diskussionsebene, die wir heute haben, schon damals gewesen wäre, dass also einfach mehr erklärt worden wäre und mehr öffentliches Bewusstsein für die Notwendigkeit von Infrastruktur gewesen wäre, dann wäre es vielleicht gar nicht so weit gekommen. Aber da hat sich doch seitdem einiges positiv verändert und das ist gut so. Mittlerweile ist der Mast eingewachsen und von daher ist er längst Teil der Energiewende und vergessen. Und Sie haben einen Baum davor gestellt, ja? So ungefähr, ja. Bei Hildegard Müller wissen alle, dass sie in der CDU ist. Sie waren die erste weibliche JU-Chefin, dann im Bundestag unter Angela Merkel Staatsministerin im Kanzleramt und dort für Bund-Länder-Beziehungen zuständig. Ganz wichtige Kompetenz auch bei der Energiewende. Haben dann einen Schnitt gemacht, sind zum BDEW gegangen. Jetzt kennen Sie beide Seiten, die Energiebranche und die Politik. Was müssen Sie denn den verständnislosen Managern am häufigsten über Politik erklären?
naja, dass für alles am Ende des Tages auch immer eine Stimme Mehrheit in Parlamenten da sein muss. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass man sich, egal an welcher Stelle man in Wirtschaft oder in der Umweltschutzorganisation oder wo auch immer arbeitet, auch klar sein muss, man muss dafür auch parlamentarische Mehrheiten bekommen, um es dann auch ganz praktisch umzusetzen. Das schlucken die dann? Manch einer ist zum ersten Mal mit dieser bahnbrechenden Erkenntnis konfrontiert. Man ist ja auch immer wieder überrascht. Aber es gibt ja viele Sprachlosigkeiten, wie warum der eine den anderen jeweils nicht versteht. Das ist so wechselnde Verhältnisse enttäuschter Liebe zwischen Wirtschaft und Politik oder generell zwischen verschiedenen Bereichen und Politik. Und ich finde es für ganz wichtig, dass beide oder dass alle Gruppen untereinander auch die Zwänge kennenlernen und dass wir auch jetzt gerade an so einem Beispiel wie Energiewende ja auch notwendigerweise nicht mehr zulassen, dass sich jeder so immer in seine Nische zurückzieht, wo er ganz sicher sein kann, er hat geschützte Räume der Diskussion innerhalb seiner eigenen Organisation, aber sich mit den anderen da draußen, mit der Realität, wo auch her immer sie kommt, zu konfrontieren, das haben viele halt nicht geschafft, da konnte man immer ganz gut mit überleben und die Energiewende zeigt, dass das eine von vielen gesellschaftlichen Fragen ist, an der es so sicher nicht weitergeht. Der fünfte in der Runde, Felix Matte, ist einer der Gastgeber, gelernter Elektriker, dann Elektroingenieur und auch Ostdeutscher. Und vielleicht ist das, Sie haben mir mal erzählt, dass Ihnen der Brockdorfer Bauzaun, der sonst so zur üblichen Ökobiografie gehört in Westdeutschland, der ist Ihnen vorenthalten geblieben oder vielleicht auch erspart, je nachdem, wie man es nimmt. Jedenfalls zeichnen Sie sich dadurch durch ein fehlendes Lagerdenken aus in dieser Debatte. Ich habe gestern mit Klaus Töpfer über Sie gesprochen, der meinte, der Mattes, der spricht mit allen, der spricht mit den Ökos, der spricht mit den Wirtschaftsbossen, aber auch mit der Kanzlerin und die hören auch alle zu. Als wir alle noch vom Atomausstieg geredet haben, da hatten Sie schon das Kapazitätsmarktthema in den Bericht der Ethikkommission reingeschmuggelt, waren also da auch schon früh dabei und mussten da oft auch nachts arbeiten. Was ist denn, wenn Sie sich mal vorstellen, Sie hätten ganz viel Zeit, was würden Sie dann eigentlich gerne mal rechnen? Vielleicht im Ruhestand. Aber wenn ich ganz viel Zeit hätte, würde ich ehrlich gesagt gar nicht rechnen. Das mache ich im Alltag genug. Nee, was ich glaube, und deswegen ist das mit dem Ostdeutschen auch weil es anders gemeint war, richtig, weil ich habe nämlich einen großen Vorteil im Gegensatz zu Ihnen. Ich habe schon mal eine Gesellschaftsordnung hinter mir gelassen. Das ist insofern eine interessante Erfahrung, weil sozusagen manches, was irgendwie schwer vorstellbar ist, sich bei Änderungen der Rahmenbedingungen dann schnell auch anders ergeben kann. Also wenn Sie mich im Jahr 1988 gefragt hätte, wie lange die Mauer noch steht und wie lange ich nicht nach China fahren darf, hätte ich gesagt, noch ziemlich lange. Es kam dann anders. Und das Interessante ist, dass diese Erfahrung sozusagen manchmal befreit, sozusagen von zu viel Vergangenheit und dass man mal anders nachdenken kann und das wird dann manchmal als Gesprächsbereitschaft verstanden. Das ist aber wichtig. Also ich glaube erstens, dass das Undenkbare dann auch relativ schnell denkbar wird und das Zweite ist, dass ich sozusagen ein Misstrauen gegen Patentrezepte habe. Patentrezepte sind immer Mist. Gerade wenn sie so furchtbar sozusagen überzeugend sind. Und deswegen glaube ich schon, dass das nicht heißt, dass man keine Vision haben darf. Also ich sage immer zu mir, ich bin strategischer Inkrementalist. Ich habe eine sehr genaue Vorstellung, wo wir hin müssen. Aber ich weiß, dass die Schritte dahin inkrementeller Natur sind und mit ganz viel Nitty-Gritty zu tun haben, wo man auch drüber stolpern kann. Ganz furchtbar. Und ich habe ein paar Projekte meines Lebens, die gut gelaufen sind. Es gibt so ein paar andere, die ganz schlecht gelaufen sind. Aber das ist, glaube ich, der Wichtige, dass wir visionssicher bleiben müssen, dass sozusagen eine treibhausgasemissionsfreie Energiewirtschaft ein richtiges Ziel ist und dass man auch Strategien entwickeln kann, dass man aber nicht in Instrumentalismus verfallen darf, wo man sich verheiratet, nicht mit Zielen und Strategien, sondern mit spezifischen Gesetzesformulierungen oder Vorhaben. Das bringt uns zur Eingangsfrage, die ich Ihnen allen stellen möchte. Ist die Energiewende, wie wir sie bisher festgelegt haben, auch mit ihren zeitlich festgelegten Zielen, noch zu schaffen? Also eine etwas pessimistische Frage. Möchte ich vielleicht mit Ihnen beginnen, Frau Müller. Was ist Ihre Antwort? Na, die Frage kommt mir so vor, als ob man einen Marathonläufer irgendwie nach 2 Kilometern fragt, weil jetzt mal gestrauchelt ist, ob er nicht am Ziel ankommt. Also uns allen muss klar sein, dass das ein ganz langer Lauf ist. Und Herr Mattes hat es ja auch gesagt und andere auch schon.
Es ist in der Tat ein Gesellschaftsprojekt und eins, was uns auch auf Jahrzehnte und über eine Generation hinaus begleiten wird. Das muss man sich immer auch wieder vor Augen halten. Dass, deshalb auch manches, was da jetzt irgendwie alles auf einmal versucht wird, eher dazu geeignet ist, diesen Läufer nochmal wieder straucheln zu lassen, als ihn klug auf den Weg zu bringen. Und was ich dann auch ausdrücklich unterstützen will, ist, dass wir über Ziele sprechen sollten und die Instrumente den Zielen unterordnen. Ich habe ganz oft das Gefühl, da ist unsere Gesellschaft ja so ganz stark drin, dass das Instrument wichtiger wird als das Ziel. Und hier gebe ich den dringenden Rat, dass wir immer ganz klug alles das, was wir haben und das, was wir überlegen, daraufhin auf Tauglichkeiten abprüfen, ob es auch geeignet ist, diesem Problem Herr zu werden. Und deshalb so zwei Beispiele, diese EEG-Diskussion, die ja gerade in diese absolute Schwarz-Weiß-Diskussion gerät. Im Wahljahr mag das ja dem einen oder anderen passen, sowohl als auf der Seite auch zur Mobilisierung der eigenen strategischen Gruppen. Aber am Ende des Tages ist allen klar, dass es Fragen gibt, die sich an das EEG stellen. Und dass gerade wenn man die erneuerbaren Energien weiter ausbauen will, die kluge Integration dieser Erneuerbaren in das Gesamtsystem immer wichtiger werden. Wenn man 25% hat, Anteil an der Erzeugung, ist es eine ganz andere Frage, als wenn man am Anfang steht. Die nächste Frage ist die, wie sichern wir denn auch ab, dass wenn die Erneuerbaren nicht zur Verfügung stehen, wir ausreichend konventionelle Energie auch anbieten können. Die Menschen werden es begrenzt spaßig finden, wenn die Energiewende für sie heißt, dass sie in bestimmten Zeiten keinen Strom oder keine Wärme irgendwie zur Verfügung halten. Und deshalb müssen wir uns auch mit der Frage nach der Sicherheit und nach der Absicherung befassen. Und auch da die Frage eines möglichen Kapazitätsmechanismus stellt sich für mich nicht heute. Wir haben aktuelle Probleme über den nächsten Winter. Da müssen wir ganz konkret auf Kraftwerke heruntergebrochen uns ansehen, was im letzten Winter passiert, was kann uns im nächsten Winter drohen. Dann haben wir einen Zwischenzeitraum und da finde ich durchaus sympathische Überlegungen, wir sind da jetzt auch kurz vor dem Abschluss, die sagen, minimal invasiv vorzugeben. Auf jeden Fall nicht ein Instrument zu implementieren, was man dann schon wieder nicht zurückholen kann, sondern vielleicht über so ein Momentum wie die strategische Reserve vorzugehen. Und auch nicht unter der Angst der Versorgungssicherheit das ein oder andere ins ENWG jetzt hineinzuschreiben, was auch geeignet ist, sage ich mal, den Erzeugungsmarkt eher in die Regulierung zu treiben, als ihn als Markt weiterhin auch darzustellen. Und so bin ich sehr dabei, jetzt mit dieser Energiewende, wenn ich das abschließend sagen darf, den einen Plan, das unterstütze ich ausdrücklich, den gibt es nicht, weil wir auch hoffentlich viel Forschung und Innovation auf diesem Weg haben werden. Wir müssen Mechanismen bei dieser Energiewende entwickeln, wo wir auf Situationen auch reagieren, wo wir unsere Vision nicht aus dem Blick verlieren, aber wo wir nicht jede Frage einer praktischen Umsetzung sofort zu einer Entweder-Oder-Debatte auch machen. Wo wir auch mal überlegen, ob es vielleicht klug ist an dem einen oder anderen Ziel. Ist es denn wichtiger, die CO2-Emissionen zu reduzieren oder 80% des Wärmebedarfs zu reduzieren? Ich halte persönlich dafür wichtiger, die CO2-Emissionen zu reduzieren. Und wo wir auch dann immer auf diesem Weg Mechanismen haben müssen, ich sag mal, ein Stück unaufgeregter vorzukommen, als jetzt mit Sicherheit das nächste Jahr es versprechen wird. Ich kann Ihnen versprechen, dass wir über die Einzelheiten von EEG und Kapazitätsmechanismen gleich noch ausführlich reden. Deswegen nochmal auf der allgemeineren Ebene, Herr Amels, ist die Energiewende noch im Zeitplan? Ja, ich bin ja gnadenloser Optimist. Erstens als Landwirt und zweitens als alter Windmüller, weil ich diese ganze Diskussion vor 20 Jahren schon gemacht habe oder gehabt habe. Die Windmühlen haben die Serien Nummer 3 und 4 von einem sehr großen deutschen Hersteller. Und es gab damals kein Thema, was in den abfolgenden Jahren nicht öffentlich diskutiert werden musste, wo Skepsis überwiegte, wo Misstrauen und Vorsicht überwiegte und die Energiewende noch gar nicht ausgesprochen war, allein die Funktionsfähigkeit der Technik schon Thema war und von größter Skepsis begleitet war. Wir haben dann versucht, alle Anwürfe und alle Kritikpunkte zu glätten und zu beantworten. Das ist ja auch einigermaßen geglückt und mittlerweile ist ja auch die erneuerbare Energie per se Stand der Technik. Das hat sich ja Gott sei Dank sehr schön weiterentwickelt und insofern bin ich voller Optimismus, dass wir jetzt auch die Fragen, die mit der Energiewende, die ja genauso ein neues Thema ist wie damals die Windenergie vor 20 Jahren, dass wir die auch meistern werden. Was natürlich nicht hilfreich ist bei so einer Diskussion ist, wenn es zur Lösung der Probleme Worte wie Abregeln oder Drosselung benutzt werden, Drosselung, das ist wenig hilfreich. Hilfreich dagegen sind, wenn man konstruktive Lösungen durchdenkt. Und da sind wir auch mit dabei und versuchen, Vorschläge zu machen, mit denen man die nächsten Jahre überstehen kann und weitere Lösungen finden kann, um am Ende auch die knappen Netze, die knappe Infrastruktur für den Ausbau der Erneuerbaren
herzurichten und kompatibel zu machen. Es kann nicht sein, dass die Erneuerbaren an den Ausbau der Infrastruktur angepasst werden. Dann fehlt der, heute Morgen ist der Druck bereit, das Wort bereits gefallen, dann fehlt der Handlungsdruck in der ganzen Dynamik, in der ganzen Geschichte, in der Entwicklung, in der industriellen Weiterentwicklung. Das muss schon aufrechterhalten bleiben und dann konstruktiv an Lösungen rangehen. Beispiel, wir haben überlegt, wie man diesen latenten Naturschutzkonflikt mit neuen Leitungen lösen kann und haben mit Fachleuten zusammen über Markierungsspezifika nachgedacht und haben auch gemeinsam Lösungen gefunden. Da gibt es Sachen, mit denen beide Seiten gut leben können. Und so denken wir, dass es auch in anderen Bereichen Lösungen gibt, mit denen man das Vorhandene dann passend machen kann. Da bin ich eigentlich sehr optimistisch und wir werden uns auf jeden Fall an dieser Diskussion beteiligen. Die Erneuerbaren selbst, um das zum Abschluss zu sagen, sind mittlerweile in der Lage, diese gereichten oder gesteckten Ziele von 35% bis 2020 mühelos zu erreichen. Die Herausforderung ist in der Tat in der Transformation des Rests, der natürlich dazu passen muss, dessen Herausforderung jetzt wesentlich stärker ist, als er es in den letzten Jahren gewesen ist, weil es eben nicht mehr ein Add-on, sondern ein Stattdessen ist. Und deswegen ist die Herausforderung durchaus da. Herr Flassbart, 35% Ziel ist nicht schwer zu erreichen. Wie sieht es mit den anderen Zielen aus? Wie stehen wir da? Also zunächst mal muss ich doch wirklich festhalten, um die Kohlenpötter doch irgendwie zu retten, ja, dass es kein Privileg von Ostdeutschen ist, mit jedem zu reden. Das können wir wirklich auch gut, insbesondere wenn es ein ordentliches Bier dazu gibt, da würde ich immer noch sagen, da sind wir unübertroffen. Ja. Was die Erreichbarkeit der Ziele der Energiewende angeht, ich finde, durch die Keynote-Speech von Jochen Hohmann ist alles richtig gesagt worden. Ich habe ein riesengroßes Maß an Übereinstimmung gefunden, war nicht immer so, muss mit dem Tauchen zusammenhängen. Beide entwickeln. Ja, da will ich jetzt mal nicht in die Tiefe gehen, das machen wir dann mal wieder abends. Also ich glaube, dass wir, ganz ernsthaft, dass wir eine riesengroße Chance im letzten Jahr erreicht haben, nämlich das erste Mal in der Geschichte unseres Landes ein wirklich hohes Maß an Konsens über die groben Linien der Energiepolitik zu erzielen. Daraus kann etwas unglaublich Großes, auch Kreatives erwachsen. Das habe ich auch in den ersten Monaten nach der Energiewende so empfunden, bin damit auch durchs Ausland gelaufen und mit nicht wenig Stolz, den ich aber versucht habe, möglichst wenig zu zeigen, das erläutert, was da gerade bei uns passiert. Und wenn man jetzt ein Jahr später guckt, dann überwiegt doch, oder es ist ein deutliches Nörgeln zu sehen, also ein geradezu triebhafter Versuch, doch jetzt noch das Negative zu finden. Und das kann ich überhaupt nicht so sehen. Also wer geglaubt hat, wie Sie gesagt haben, Herr Hohmann, dass wenn man am nächsten Morgen aufwacht, nach den Energiewendebeschlüssen stehen da plötzlich neue Netze. Das kann ja wohl nicht ernsthaft gedacht worden sein. Wir haben einen Zeithorizont über mehrere Jahrzehnte. Wir müssen selbstverständlich sehr, sehr genau aufpassen, wo Fehlentwicklungen sind. Und das ist vielleicht auch die Erkenntnis aus der Vergangenheit. Es geht nicht darum, dass nicht Fehler passieren oder passieren dürfen, sondern das ganze Gegenteil. Wir müssen in der Lage sein, Fehler zu identifizieren und selbst in Frage zu stellen und dann auch korrekturfreudig zu sein. Ich meine, dass Fehler passieren, ist selbstverständlich. Und wenn das jetzt der neuen Energiepolitik vorgehalten wird, muss ich das wirklich, das ist einigermaßen putzig. Die gesamte alte Energiepolitik war ein einziger Fehler, hat uns mit riesengroßen Problemen hinterlassen. Und wir sollten jetzt mit einer neuen Energiepolitik nicht so tun, als ob wir diejenigen, die das vorantreiben, absolut zuverlässig fehlerfrei sind. Wir müssen korrekturfähig sein, das ist das Wichtige. Herr Hohmann, bevor wir die Frage klären, wer sich jetzt wem angenähert hat, was ist Ihre Analyse, sind wir schon tief genug eingetaucht bei der Energiewende? Ja, das Bild würde ich ja nun gerne endlich verlassen dürfen, aber hier komme ich einfach nicht an. Ja, also bevor ich jetzt in den Harmoniechor einsteige und auch bestätige, dass wir auf gutem Weg sind und dass das alles machbar ist, wenn man es vernünftig macht, würde ich dann schon gerne noch ein bisschen Wasser, auch vielleicht zur Belebung der Diskussion an dieser Stelle, in den Wein gießen. Unser Problem ist nicht, dass wir hinter den Zielen zurückhinken, sondern unser Ziel ist teilweise, dass wir uns so schnell bewegen, dass wir den Zielen voraus sind und dass dadurch Asynchronitäten entstehen. Und das typische Beispiel ist eben der nicht synchrone Ausbau von Erneuerbaren auf der einen Seite, die schneller gehen, als das mal viele geglaubt haben, und Netzausbau auf der anderen Seite. Und ich teile ausdrücklich nicht die Position,
der Netzausbau müsse nun so sehr beschleunigt werden, dass er mit dem erneuerbaren Ausbau Schritt hält, weil das eine absolute Illusion ist. Das wird nicht so sein. Wir werden heftige Diskussionen in den nächsten Wochen und Monaten über den Netzausbau haben. Und wer da die Illusion hegt, dass man dann den Netzausbau auf ein Tempo beschleunigt, das mit einem subventionierten Ausbau von erneuerbaren Energien auch nur annähernd Schritt halten kann, der liegt nach meiner Auffassung völlig daneben, sondern die Frage wird sein, eine Synchronisierung, und da werden sich beide Seiten bewegen müssen. Da wird es gewisse Abbremsungen bei den Erneuerbaren geben, das wird Thema auch der Diskussion über das EEG sein, und da wird man tun müssen, was man tun kann, um den Netzausbau zu beschleunigen, und da ist das Mittel der Wahl aus meiner Sicht ziemlich klar, nämlich ein Maximum an Bürgerbeteiligung, so wie das ja die Gesetzgebung jetzt vorsieht, vom allerersten Tag an, und wenn ich da auch gleich noch was loswerden kann, weil mich das immer wieder ärgert, Basis für den Netzausbau ist ein Szenarium, eine gemeinsame Vorstellung darüber, wie der Erzeugungsmix des Jahres 2022 und 2032 aussehen soll und welcher Strombedarf dann besteht. Da gibt es Menschen, die das etwas dann zuspitzen, aber die mir sagen, wenn man ein solches Szenarium hat, wenn man eine Vorstellung darüber hat, wo man hin will, dann ist der Netzplan, der sich daraus ergibt, Mathematik und Ingenieurkunst und keine Zauberei. Wenn das so ist, dann müssen wir doch immer wieder daran erinnern, dass die Diskussion über die Basis, auf der wir diese Netze aufbauen, das eigentlich zentrale Thema ist. Und da haben viele, 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 denn das ist auch öffentlich konsultiert worden, mitdiskutiert. Ich kann mich an einen Dankbrief vom DUH in dem Zusammenhang auch erinnern, die da auch mitgemacht haben und zugestimmt haben, diesen Plänen. Das ist jetzt keinerlei Kritik, weil ich habe jetzt nichts anderes vom DUH gehört. Nur mal als Beispiel, wie weit die Spanne derer geht, die da mitgewirkt haben und mitgemacht haben. Jetzt kommen Leute her und gucken sich den Netzentwicklungsplan an und stellen fest, da ist doch ein erheblicher Netzausbau notwendig und stellen dann die Basis in Frage. Das kann, auf so einer Basis kann man natürlich keine Energiewende machen, sondern da muss man schon sich dann auch ernsthaft damit beschäftigen. Das ist an niemanden hier konkreten Vorwurf, weil es ist eine Diskussion, die ich ja in anderen Gremien auch erlebe. Ist also kein Selbstläufer. Herr Mattes, wo sehen Sie uns beim Fortschritt der Energiewende? Ja, wie gesagt, ich bin tendenziell auch Optimist, und zwar aus zwei Gründen. Das Ganze wird ja nicht aus Jux und Dollerei gemacht, sondern weil dahinter ein Problem steht. Und dieses Problem wird uns nicht verlassen. Wie gesagt, zu meinem Portfolio gehört ja auch internationale Klimaverhandlungen, und die sind immer nervig und dauern bis irgendwann nachts. Und dann sitzt man da so als Beobachter in der letzten Reihe und setzt sich irgendwann mal an einen Tisch, sozusagen, wo einer von den Malediven sitzt. Und dann sagt man, naja, was ist denn so eure größte Sorge? Und ich sage, ja, aus einer anderen Diskussion, da gibt es eine Diskussion über Betretungsrechte von Grundstücken. Und dann sagt er immer, naja, es ist ja wunderbar, dass ihr über Betretungsrechte von Grundstücken redet. Ihr beteiligt euch gerade dabei, dass meine Grundstücke unwiderruflich geflutet werden. Also da ist ein Problem dahinter, und wenn man sich gelegentlich mit dem Problem auch beschäftigt, was wie gesagt ja, wo ja die Überflutung von Grundstücken wahrscheinlich das kleinste Problem von allen ist, dann merken Sie, dass der Problemdruck geht nicht weg. Das ist die Druckseite. Das zweite ist, ich erinnere mich und bin dann nur das ein oder andere Jahr in der Diskussion, was alles in den letzten Jahren für technisch und wie auch immer unmöglich erklärt worden ist. Gleichstromleitung und die Nutzung von Generatoren in Biblis zur Blindleistungshaushaltsänderung und viele solche Beispiele, und nachdem das Ding auf der Tagesordnung war, ist es dann relativ schnell gegangen. Das größte Hindernis, was ich glaube ich sehe, wo wir am Ende nicht entscheiden darüber, ob wir bei dem Ergebnis landen, sondern eigentlich nur mit welchen Verletzungen und zu welchen Kosten, ist, dass permanent die Debatte des Ob und Wann und Wie durcheinander gebracht wurden. Wir führen ganz viele Debatten um das Wie, das eigentlich verkappte Ob und in geringerem Maße Wann-Debatten sind. Und ich glaube, diese Debatten sorgfältig auseinanderzuhalten, mit der gebotenen Schärfe zu führen, aber immer zu trennen. Geht es ums Ob, geht es ums Wann, geht es ums Wie? Das wird uns viel helfen auf dem Weg, wo wir ankommen werden und nach allen Erfahrungen wahrscheinlich leichter ankommen werden, als wir das alle gedacht haben, zu erträglichen Eingriffen und zu erträglichen Kosten. Aber diese Klarheit brauchen wir, und dann wird das auch funktionieren. Weil eins muss man auch sehen, die Alternative des Nichtstuns ist ja auch eine begrenzt schöne. Alle europäischen Staaten stehen vor einer Investitionswelle. Wir haben die jetzt vorgezogen, und wir haben dieser Investitionswelle eine klare Richtung gegeben.
Und auch die Investitionen in anderen Staaten werden gemacht werden müssen, werden bezahlt werden müssen. Und da haben wir den großen Vorteil, dass wir klar gesagt haben, wir wollen diese Investitionen, wir wollen sie schnell, wir wollen sie einbinden und wir wissen, wofür wir bezahlen. Viele andere wissen das noch nicht. Und von daher werden viele andere ähnliche Diskussionen führen, aber eben ohne den, ich sage jetzt mal, Kollateral-Benefit zu wissen, dass das für eine CO2-freie Energiesystem ohne Kernenergie ist. Und da haben wir einen Vorteil, langfristig. Vielen Dank. Sie haben sich jetzt alle fünf erwiesen als konstruktive Begleiter der Energiewende. Jetzt möchte ich Sie mal zu einem Gedankenexperiment einladen. Stellen Sie sich mal vor, was müsste man eigentlich tun, um diese Energiewende so richtig zum Scheitern zu bringen? Vor die Wand zu fahren und es alles bergab geht. Wem fällt da, wer hat Ideen? Wem fällt was ein? Frau Müller? Nee. Ich möchte das aufgreifen mit dem Herrn Mattes. Also jetzt, das ist ein typisches Beispiel darüber, über das ich reden möchte, diese Reaktion des Publikums gerade. Sie haben gesagt, es sind verkappte Ob-Debatten. Vielleicht habe ich ja die Gnade der energiepolitisch späten Geburt, aber für mich ist die Frage des Obs, da muss ich wirklich sagen, die Messe ist für mich gesungen. Es gibt klare politische Ziele und es ist zumindest in meinem politischen Leben das erste Mal, dass ich das Gefühl habe, es gibt einen breiten gesellschaftlichen Konsens. Ich glaube nämlich, vorher hat es den nie gegeben. Es gab politische Richtungsentscheidungen mit Mehrheitsentscheidungen und sonstige, aber dass es im Deutschen Bundestag nun mal so war, dass die meisten Parteien gesagt haben, wir wollen jetzt diesen Weg der Energiewende gehen, 80% Erneuerbare bis 2050, 80-95% CO2-Reduktion, Ausstieg aus der Kernenergie zu einem bestimmten Datum, das ist historisch klar, einmalig. Aber, deswegen aber jede Frage, die jetzt kommt, und deshalb sagte ich, damit fährt das Ding vor die Wand, ist immer, wenn Herr Hohmann jetzt den Netzentwicklungsplan konsultiert, diese fast schon verschwörungstheoretisch anmutende Diskussion, ob man nicht dann doch irgendwie versucht, die Energiewende dadurch zu verhindern. Oder wenn man jetzt über das EEG redet, ob man nicht das eigentlich doch tut, weil man die Energiewende nicht will. Und das ist etwas, wenn wir so weitermachen, dann fährt es vor die Wand. Okay, also mit Unterstellung ist schon mal eine gute Methode. Wer hat andere Ideen? Ich glaube, politisch, also ja, ist richtig. Aber wie gesagt, man muss es eben in beide Richtungen sehen und wir haben den breiten gesellschaftlichen Konsens, der ist sozusagen nicht überall im gleichen Maße da, aber das werden wir vorantreiben müssen und auch da wird man kämpfen müssen. Sozusagen die größte Chance des an die Wand fahren sehe ich, wenn sich ein Zustand wieder herstellt, der auf anderen Ebenen dem alten Bild der deutschen Energiepolitik Diskussion entspricht. Der hieß nämlich, sage mir deine Haltung zur Kernenergie und ich erkläre dir den Rest deines energiepolitischen Weltbildes. Wenn diese Haltung sich an Parteigrenzen wieder orientiert, nach dem Muster, sage mir deine Haltung zum Netzentwicklungsplan und ich erkläre dir den Rest deines energiepolitischen Weltbildes, dann haben wir ein Problem. Dann haben wir ein ganz richtiges Problem. Die Chance ist, die wir haben, dass so ein paar von den alten Koalitionen und Konfliktlinien anders sind. Da bilden sich neue, das ist auch unvermeidbar. Das Schöne wäre nur, wenn diese Konfliktlinien sich weniger an sehr fundamentalen Überzeugungen entlang ausrichten könnten und gelegentlich mal sich ändern könnten. Das heißt also, dass das ganze System in der Koalitions- und Konfliktbildung flexibel bleibt. Das ist nicht ausgeschlossen, dass wir das erreichen können, aber da gibt es immer wieder wunderbare Chancen, dass man da in diese ja doch auch denkhaltungsmäßig bequemen Welten zurückkommt. Herr Flassbart, oder haben Sie noch eine Idee? Also ich will das nicht von der argumentativen Seite sagen, sondern von der faktischen. Die Energiewende kann unter zwei Aspekten unter Druck geraten. Einmal, wenn wir die Kosten nicht verträglich halten, kann man dann noch mal ein bisschen drüber reden, was verträglich ist und was Menschen in diesem Land in die Armut stürzt und was nicht. Aber mal generell die Aussage, wenn das nicht verträglich bleibt, dann wird es jedenfalls sehr viel Druck geben. Und das Zweite ist, wenn die Versorgungssicherheit nicht gewährleistet ist. Das sind die beiden Herausforderungen. In der Tat nicht mehr so sehr sind wir in der Lage, wachsende Anteile an erneuerbaren Energien herzustellen. Das wissen wir inzwischen, dass wir das können. Das müssen wir auch weiter im Blick halten. Das hat auch eine industriepolitische Komponente. All das ist richtig, aber die eigentliche Herausforderung ist Versorgungssicherheit und Preise.
Gut, dann ziehe ich daraus, wenn wir die Energiewende zum Erfolg machen wollen, dann sollten wir ohne Unterstellungen, ohne parteipolitische Scheuklappen über Kosten reden. Sie hatten eben alle das Thema Erneuerbare, EEG, angesprochen. Da hat Herr Hohmann auch etwas Wasser in den Wein gegossen, als er das Thema Synchronisierung ansprach, sich damit von Herrn Amels abgesetzt. Herr Flaspert, da würde mich Ihre Meinung auch zu interessieren. Teilen Sie das, was der Umweltminister sagt, wenn er sagt, wir können jetzt nicht weiter so schnell wachsen mit dem erneuerbaren Ausbau, wenn die Netze nicht Schritt halten? Ja, er hat das auch ein bisschen anders gesagt. Also in jedem Fall ist es so, dass wir jetzt das nächste Jahr für eine intensive Diskussion nutzen müssen, und das ist das, was er gesagt hat, wie es mit dem Erneuerbaren Energiengesetz, mit dem Förderinstrumentarium nach 2013 weitergeht. Ich finde, das ist eine ganz simple, kluge Analyse, dass bis zum Herbst 2013 keine Gesetzesänderung mehr auch nur den Hauch einer Chance hat, in beiden Teilen, also im Bundestag und im Bundesrat, eine Mehrheit zu bekommen. Und wozu das führt, wenn man eine hängende Debatte im Bundesrat hat bei diesem Thema, das haben wir im Frühjahr hervorragend sehen können, verunsichert die Märkte wahnsinnig und wird eher dazu führen, dass es nochmal wieder einen Ladenschluss-Run gibt, sodass ich davon nur dringend warnen kann. Ich finde, das ist gut. Wir müssen darüber diskutieren. Ich glaube, jeder weiß, dass das EEG in der jetzigen Form so nicht ad infinitum weitergeführt wird, dass es Korrekturen geben muss. Und dann muss man sehen, wie, das ist die aus meiner Sicht dann noch viel wichtigere Debatte, wie synchronisiert man dies mit der Frage des zukünftigen Marktdesigns, weil es ganz richtig ist, dass das keine getrennten Debatten sind, sondern die gehören eng miteinander verzahnt. Und da gibt es ein riesengroßes Potenzial, Fehler zu machen. Da kommen wir noch zu, aber erstmal weiter die Tempo-Debatte, Frau Müller. Nee, ich wollte nur auf einen Satz, ich finde gerade die Debatte im Frühjahr, ich bin es auch leid, mir anzuhören, dass wir jedes Jahr eine angebliche Ladenschlussdebatte haben, weil die Politik damit droht, die Fördersätze zu senken. Es ist einfach so, dass wir im Ausbau im PV-Bereich deshalb haben, weil es nach wie vor einen dermaßen großen ökonomischen Anreiz gibt, neben der umweltpolitischen Bewusstsein, was die Leute dort reitet, haben wir einfach einen dermaßen großen Anreiz durch den Verfall des Preises der Solarpaneele, dass wir in diesem Jahr auch wieder ein All-Time-High kriegen werden im Ausbau der PV, und das hat meines Erachtens nichts mit Vorzieheffekten zu tun, sondern schlichtweg einfach mit einer ökonomischen Situation, die sich blendend lohnt. Herr Mattes, was ist Ihre Meinung zu der Synchronisierungsfrage? Ja, ich glaube, natürlich müssen wir synchronisieren, aber ich glaube, auch da müssen wir uns überlegen, was der Ansatz ist, irgendetwas zu synchronisieren. Und ich bin immer ein bisschen skeptisch, wenn solche Synchronisationsdebatten dann geführt werden über Deckelungen nach Bundesländergrenzen etc. etc. Also man muss sagen, als früherer Elektroingenieur, ich kenne keine Bundesländer, ich kenne nur Netzengpässe. Und Netzengpässe sind in Grenzen deckungsgleich mit Bundesländern, aber nicht mal da ganz. Kennen Sie so. Aber die Ministerpräsidenten schlecht in diesem Land. Nein, und deswegen glaube ich, ist auch der Ansatz, um genau die Ministerpräsidentendiskussionen und die Länderdeckel und was auch immer Diskussionen zu umgehen ist, wir müssen wahrnehmen, dass es diese Netzengpässe geben wird. Wir müssen diesen Synchronisationsbedarf aber einbauen in das Risiko- und Investitionskalkül der Investoren, und zwar auf der Netzseite wie auch auf der erneuerbaren Energienseite. Und ich glaube, es ist viel sinnvoller, ein Knappheitssignal an Investoren zu geben, und das ist ein Preissignal. Wenn ich an dieser Stelle ein Windrad baue, wo es einen Netzengpass gibt, dann habe ich damit ein Risiko. Dieses Risiko hat man heute nicht. Sozusagen, und dann, dass es eben eventuell sinnvoller sein kann, in Baden-Württemberg, wo der Wind ein bisschen schlechter ist, aber genau dieses Risiko sich ökonomisch nicht materialisiert, dass das eine sehr gut lenkende Richtung haben kann. Und das ist für mich aber auch nochmal auf der politischen Ebene eine Grundsatzentscheidung. Wollen wir sozusagen in der Makrosteuerung Bundesländer irgendwas da ausdealen und dann da über Deckel reden, oder wollen wir über die Engpässe und den Synchronisierungsbedarf, den es ja wirklich gibt, wollen wir den nicht als ein Signal in die dezentralen Entscheidungsfindungen der Investoren, und um die geht es am Ende des Tages, einbauen. Und ich glaube, das ist für mich so ein Paradigmenwechsel, inwieweit wollen wir Knappheitssignale über Preise erzeugen
und wie können wir die einbauen? Ich glaube, wenn man auf dieser Ebene arbeitet, und das gilt im Übrigen auch für den Netzausbau, wenn man auf dieser Ebene diskutiert, kann man sich viele schwierige Umwege mit ganz schwierigen Nachtkompromissen zwischen den Infrastrukturspezialisten McAllister und wie sie auch immer heißen, ersparen, wenn wir sozusagen so einen Weg gehen, dass wir die Informationen dort ansiedeln, wo sie wirklich auch verarbeitet werden kann. Die Politik funktioniert ja jetzt erstmal andersrum. Sie versuchen erst, die Ministerpräsidenten im November zu überzeugen. Die EEG-Debatte gibt es vielleicht nächstes Jahr. Herr Hohmann, das beruht ja auch auf den Daten, die Sie bereitgestellt haben, was die Ministerpräsidenten tun müssen. Eine Bemerkung direkt dazu. Diese Debatte haben wir bei der letzten EEG-Reform ausgiebig geführt. Ich kann mich sehr gut aus früherer Funktion erinnern, dass aus dem Wirtschaftsministerium in dem Fall konkret ja Vorschläge in diese Richtung gekommen sind, nämlich die Frage, Eigenverbrauch zu erhöhen, weniger zu vergüten von dem Strom, der dort erzeugt wird. Das ist nicht am Wirtschaftsminister gescheitert oder an Einsicht an dieser Stelle, sondern das ist an den Interessen in den Bundesländern am Ende gescheitert. Und da gilt genau das, was Frau Müller am Anfang gesagt hat. Am Ende braucht man Mehrheiten für solche Projekte. Und so sympathisch mir dieser Vorschlag ist von Herrn Mattes, einem Ökonomen leuchtet das sofort ein, dass man das so machen muss. Das ist meine praktische Erfahrung, dass wir genau an dem Punkt bisher überhaupt nichts erreicht haben, obwohl das immer schon auf der Tagesordnung gestanden hat. Und das ist ja wohl die Frage nach der EEG-Umlage oder wie es weitergeht. Und jeder weiß, sie wird steigen. Das ist ja überhaupt kein Geheimnis. Die Zahlen versucht man ja im Moment zu vermeiden. Deswegen pflege ich mit einem Scherz zu antworten und bitte das nicht so ernst zu nehmen. Es gibt die These, dass 3,5 möglicherweise ein Zahlendreher war. So. Gut möglich. Jetzt haben wir eben schon über Elemente eines neuen EEGs geredet. Haben wir denn Konsens in der Runde, dass es Reformbedarf gibt beim EEG? Ich denke, so weit waren wir. Ne? Herr Amels, Umweltverbände sehen das auch so? Es wird einen anderen Mechanismus geben müssen, der möglicherweise kapazitive Elemente mitbewertet. Sichergestellt muss am Ende halt nur sein, dass die Kraftwerke gebaut werden. Das ist ja dieselbe Problematik, wie sie jetzt auch bei dem Kapazitätsmechanismus-Diskussion ist. Es müssen Anreize geschaffen werden, dass die Kapazitäten bereitgestellt werden. Und genauso sollten wir, wie immer sich das EEG auch ändert, sicherstellen, dass das Ziel, was Herr Mattes ja auch mehrfach genannt hat, CO2-freie Erzeugung bis 80% 2050 auch erreicht wird. Das muss oben drüber stehen. Und wenn das gewährleistet ist, dann sind sicherlich auch Anpassungen möglich. Ja, das wäre dann die Ob-Frage. Schwierig ist auch die Wann-Frage angesichts der Bundestagswahl. Ist das was man noch vor der Wahl angehen muss? Ja, aber die Frage ist entschieden. Es wird vor der Bundestagswahl keine fundamentale EEG-Reform geben. Die können wir uns noch alle so wünschen. Ich wäre schon froh, wenn man die Zeit nutzen würde, um Konsens über die Fragen oder die Herausforderungen zu finden, die sich an das EEG stellen. Denn da gibt es doch, vielleicht außerhalb dieses Podiums zumindest, vernehme ich da doch offenkundig in der aktuellen Diskussion, dass das nach wie vor eine höchst strittige Frage ist. Und wenn wir mal genau unter der Prämisse, Ausbau der Erneuerbaren muss natürlich weitergehen. Da eignet sich hier keiner als Feindbild. Das ist völlig klar, dass das so sein muss. Aber wie harmonisieren wir das mit den konventionellen Fragen, mit den Netzfragen, mit der Bezahlbarkeit? Das wäre eine vernünftige Diskussion. Dann ist das nächste Jahr wenigstens nicht ganz verschenkt, sondern dann kann man dann vielleicht nach der Bundestagswahl relativ schnell da weiterkommen. Was halten Sie denn von der Idee, die Herr Mattes gerade aufgebracht hat, mit den Knappheitssignalen, die man in das EEG einbringt? Ich halte das für eine von wirklich guten Ideen, die man mal nachprüfen muss. Bleibt dann der Anreiz hoch genug, die erneuerbaren Energien auszubauen oder nicht? Aber ich finde den Vorschlag von Herrn Mattes in die richtige Richtung gehend. Sie hatten jetzt auch alle angemahnt, dass wir den Ökostromausbau auch stark im Zusammenhang sehen mit den konventionellen Kraftwerken. Die Frage der Kapazitätsmechanismen hat Sie ja auch alle schon oft genug beschäftigt. Da gab es Mitte Juli ein schönes Twitter-Scharmützel, da war ich damals genau verfolgt, da hatte Herr Flassbart auf Twitter geschrieben, Uber-Gutachter warnen vor Einführung eines neuen Kapazitätsmarktes. Das stand dann da auf 140 Zeichen, daraufhin sah sich Herr Mattes bemüßigt, seinen ersten Tweet überhaupt abzusetzen. Und er schrieb, Uber auf Holzweg, strategische Reserve so ungeeignet wie umfassender Kappa-Markt, Perspektive hat selektiver Kappa-Mechanismus. Also ist also nicht schlecht für die Anzahl von Zeichen. Ich weiß nicht, wer es verstanden hat, aber Herr Flassbart hat darauf reagiert mit der Forderung, keine Schnellschüsse. Das ist immer gut. Daraufhin sagt er, Herr Mattes, keine Sorge, Details kommen noch. Haben Sie inzwischen das geklärt untereinander? Ja, das zeigt jedenfalls, dass man Twittern auch erst üben muss.
Also ich glaube, das, was Felix Mattes eben auch gesagt hat, das ist wichtig für die Debatte und vielleicht war die auch mein Tweet schon ein bisschen zu festgelegt. Ja, wir haben natürlich die Debatte inzwischen weitergeführt und ich glaube, dass ich habe das ja eben schon mal angedeutet, das ist ein Bereich, wo man relativ leicht relativ große Fehler machen kann und zwar welche, die dann auch ziemlich lange wirken. Und deshalb tut es uns gut, dass wir darüber diskutieren, auch streiten, auch twittern. Aber ich warne nach wie vor davor, dass wir uns zu früh festlegen. Es stimmt, wir haben ein Problem, das auf uns zukommt. Das ist aber noch nicht morgen und auch noch nicht übermorgen da, sondern Ende des Jahrzehnts. Aber es stimmt auch, dass wir, wenn wir strukturell das Marktdesign verändern wollen, wir nicht bis 2019 warten können. Das heißt, wir müssen die nächsten ein, zwei Jahre wirklich intensiv diskutieren, viel Gehirnschmalz reinstecken, gut aufeinander hören und daraus die richtigen Schlüsse ziehen. Dass wir zukünftig in einer Situation, jetzt schon und zukünftig zunehmend in einer Situation sind, in der wir Grenzkosten von null oder nahe bei null mit Grenzkosten, die eben deutlich drüber liegen, konfrontieren und dass wir dafür noch keine wirkliche Lösung haben. Das stimmt. Bin sehr der Meinung, dass wir dem Markt wenigstens mal ein Minimum an Chancen geben sollten und nicht von vornherein schon sagen, wir wissen, dass der Markt bestimmte Preise nicht akzeptieren wird. Wir wissen, dass der Markt nicht auch kreative neue Lösungen herbeibringen kann. Das ist der Grund gewesen, warum wir in unserer Analyse gesagt haben, wir glauben, dass dass die strategische Reserve an dieser Stelle etwas risikoärmer ist. Aber ich habe aus der weiteren Debatte meine Haltung eher weiter geöffnet, als sie weiter zu verschließen. Hoffe, dass das allgemein gilt. Und dann haben wir anderthalb, zwei gute Diskussionsjahre vor uns. Bevor wir versuchen, den verbliebenen Dissens vielleicht noch rauszuarbeiten oder ganz zu begraben, vielleicht würde ich dann abprüfen, wie weit geht denn der Konsens? Also glaubt jemand in der Runde, dass wir vor 2020 neue Kraftwerke brauchen? Ja. Wir kriegen ja welche. Ich meine, ja, aber ja zusätzlich so, über die jetzt eh schon geplant andere sind. Andere denken darüber nach, wie sie die verhindern können. Also ich meine, das ist Realität und wir müssen genau gucken, reichen möglicherweise auf der Strecke schon die Preissignale nicht mehr aus für die im Bau sind oder die auch schon am Netz sind. Da könnte ja auch jemand auf die Idee kommen, Kraftwerke vom Netz zu nehmen. Und wir haben das spezielle Problem in Süddeutschland, also mit Herrn Untersteller beispielsweise, diskutiert man nicht ganz so entspannt, sondern die haben eben das ganz reale Problem, dass sie mit dem schnellen Wegfall von großen Kapazitäten, weil sie zu einseitig auf Atomkraft ausgerichtet waren, jetzt schnell auch Lösungen brauchen. Da wird man sehr genau gucken müssen, sind die schnell genug am Markt. Gut, also das nicht ganz so eindeutig. Was sagen Sie, wie schnell brauchen wir zusätzliche Anreize? Ja, sozusagen, das ist ja die Frage Anreize und wann. Es ist ja nicht nur eine Frage der Anreize, sondern wann sich sowas materialisiert. Und ich glaube, es ist in der Debatte völlig unstrittig, dass wir relativ bald nach 2020, und da bin ich völlig entspannt, ob wir da das Jahr 2019 oder 2024 meinen, sozusagen in eine Welt reinkommen, wo wir in Abhängigkeit von einer ganzen Anzahl von Rahmenbedingungen sozusagen neue Kraftwerkskapazitäten von solchen, die flexibel sind und von solchen, die ihre Ökonomie darstellen können, über wenig Auslastung brauchen werden. Und wie gesagt, wenn man so ein bisschen unterwegs ist, dann haben wir exakt die gleiche Diskussion mit der Ausnahme von den Niederlanden in allen Nachbarstaaten, weil alle das gleiche Problem diskutieren. Und da bin ich sozusagen insofern entspannt, weil diese Diskussion wird sich materialisieren und vielleicht ist da das Jahr 2013, jetzt mal wieder so als preußischer Protestant gedacht, auch eine Chance, dass wir sozusagen nicht unter dem Druck stehen, dass da Gesetzgebung zustande kommen könnte, sondern dass wir einfach nochmal das zusammenlegen. Aber ich bin fest davon überzeugt, wenn Sie sich die Strukturen und auch die theoretische Literatur dazu angucken, dass wir dahin kommen werden. Allerdings ist das Jahr 2020 in Terms of Investitionen ja nicht so weit weg.
die Entscheidungen der Kraftwerke, die im Jahr 2022 in Betrieb gehen werden, die werden irgendwann im Jahr 2016, 17 durch den Investitionsausschuss von Unternehmen geschleust werden müssen, die jetzt vielleicht nicht mehr 12% Return haben wollen, sondern noch 7,5. Aber auch das ist nicht mehr so weit weg. Und von daher müssen wir durch diesen Prozess durch. Das hängt auch von vielen anderen Dingen ab. Und das hängt, und das glaube ich, und das ist für mich der Entscheidende. Es hängt davon ab, ob wir das, was wir tun, explizit als Lernprozess anlegen. Ich habe die letzten 12 Jahre meines Lebens mit der Etablierung eines Marktes verbracht, des CO2-Marktes. Mit viel Tränen und viel Blut und ganz mit viel durchgemachten Nächten. Und wenn ich dabei eins gelernt habe, ist, dass das Ding im Moment ja funktioniert, so mehr recht als schlecht, aber an keiner Stelle so, wie es 2010 im Lehrbuch stand. Und das Wichtige ist für mich, dass wir alles, was wir tun, auf der Ebene uns angucken, was lösen wir damit für ein Problem, und auf eine zweite Ebene aber nicht vergessen, was können wir daraus für zukünftige Weiterentwicklung lernen. Und auf beide Fragen muss man Antworten geben, und da komme ich dann teilweise zu anderen Ergebnissen. Aber wie gesagt, wenn Sie sich mal die 280 Zeichen, oder es waren ja noch ein paar mehr, sozusagen mal angucken, dann war das ein höchst effizienter Lernprozessinduzierungsmechanismus. Frau Müller, wie sehen Sie den Handlungsbedarf? Ich glaube, dass die Diskussion, die sich jetzt um strategische Reserve oder Kapazitätsmechanismen rangt, für mich kein Entweder-Oder ist, sondern ein zeitliches vielleicht sowohl als auch. Denn eine strategische Reserve wäre ein erster Schritt zur Absicherung der Wirtschaftlichkeit von Kapazitäten, die entweder jetzt im Zubau sind oder aber gerade auch schon in Betrieb sind, die wirtschaftlich unter Druck geraten, weil die Laufzeitstunden immer weiter zurückgeraten und, und. Und dass die Frage der längerfristigen Überlegung, welche Kraftwerke brauchen wir, wobei das wir ja dann schon zu definieren ist, wir Deutsche, wir Bayern, wir Europäer, also immerhin so viel Überlegung noch braucht, dass ich sage, es gibt so viele Fragen, die sich für mich an so ein Instrument stellen, dass ich es auch für völlig ausgeschlossen habe, dass die eine Lösung, zumindest nach all dem, was ich da zurzeit lese, auch noch nicht fertig ist, die diese Fragen, was wir denn da auch wollen, jetzt schon so abschließend beantwortet. Und deshalb sage ich, es kann sehr teuer werden, zum Beispiel, wenn wir jetzt meinen, wir müssten Teilautarkien in welchem Bereich noch immer schaffen. Also vielleicht kommen wir auch noch mal ein bisschen weiter, unsere europäischen Nachbarn auf dem Zuge von Energiewende ein Stück mitzunehmen, dass die nicht antizyklisch irgendwelche Kraftwerke bauen, sondern sich auch der Energiewende und ihren Zielen ein bisschen nicht mehr verschließen, sondern auf den Weg gehen. Das wird natürlich ganz neue dann Herausforderungen an das Gesamtkonstrukt auch stellen, der Nachfrage von Kilowattstunden, und an der Börse wird der Strom gehandelt. Da können wir jetzt noch so sehr sagen, wir bauen hier in Deutschland zum Beispiel ein Kraftwerk, der könnte an der Börse weggekauft werden, nachdem, wenn wir den europäischen Binnenmarkt nicht außer Kraft setzen wollen. Das müssen wir alles zur Kenntnis nehmen. Deshalb, ich sehe Handlungsdruck, weil die Wirtschaftlichkeit zurzeit bei vielen Kraftwerken einfach gefährdet ist, aber ich sehe noch nicht den Druck, dass wir jetzt schon die allumfassende Frage beantworten müssen, und ich sehe dann aber auch die Notwendigkeit, das sukzessive stärker das erneuerbare und das konventionelle System zu verzahnen, und da bin ich dabei zu sagen, das wird wirklich klug überlegt sein müssen. Herr Hohmann sieht das genauso? Er hat mir sehr gut gefallen, auch was durch die Bank gesagt wurde. Ich habe auch nie gedacht, dass ich mit Herrn Flassbart so vollkommen übereinstimme in der Analyse. Da hat sich einiges getan in den letzten Monaten und Jahren auf allen Seiten, denke ich. Und ich würde ausdrücklich bestätigen, aus meiner Sicht jedenfalls, wir haben ein kurzfristiges Notsystem oder Notproblem in einer Region unseres Landes im Süden. Das müssen wir lösen. Da gibt es kurzfristig Kapazitätsprobleme über den Winter. Da müssen wir ran. Das hat aber jetzt noch nichts, aber gar nichts damit zu tun, wie wir langfristig den Strommarkt entwickeln. Und da bin ich bei all denen. Deswegen habe ich es vorhin ja auch so formuliert, dass ich gesagt habe, Diskussionsbedarf ja, Handlungsbedarf nein. Den Handlungsbedarf, den haben wir später. Und wir sollten uns wirklich die Zeit nehmen, bis meinetwegen Mitte des Jahrzehnts, das sind ja ähnliche Zahlen, die hier jetzt auch schon genannt worden sind, um dieses sorgfältig zu tun und genau auch das zu tun, was Frau Müller gerade gesagt hat, die Dinge miteinander zu verzahnen. Mir nützt ein isolierter Kapazitätsmechanismus überhaupt gar nichts. Da lösen wir keine Probleme, sondern schaffen neue, sondern man muss die Dinge zusammen sehen. Und wenn man das macht, glaube ich, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Ich möchte vielleicht noch zwei Punkte ergänzen. Zwei Sachen, die bisher noch nicht genannt worden sind. Das eine ist die Mehreinbeziehung des Kunden, des Stromkunden. Ich habe immer das Beispiel vor Augen, was ich auch schon mehrfach erwähnt habe, der Energieversorgung Weser-Ems.
die gesagt haben, lass uns noch mal gucken, was passiert, wenn wir den Strom, wenn Wind weht, umsonst hergeben und wenn kein Wind ist, kostet er einen Euro. Die Erfahrungen sind gerade in Industriebetrieben beachtlich, dass also deutlich mehr Potenzial als das, was bisher theoretisch in allen Lehrbuchmeinungen vertreten worden ist, sich aktivieren lassen und da mit Sicherheit ein Korrektiv zu dem volatilen Angebot der Erneuerbaren kommen kann. Das andere ist, dass wir, glaube ich, darüber nachdenken müssen, inwieweit die Must-Runs, also die Kraftwerke, die von klassischen Brennstoffen angetrieben laufen müssen, sei es aus Stabilitätsgründen oder weil sie wärmegeführt sind, ob da nicht auch andere Paradigmen möglich sind, andere Parameter und die vielleicht auch dann nicht unbedingt immer nur Wärme, sondern auch Strom geführt fahren können und wenn sie halt dann Wärme produzieren, kann die gespeichert werden. Ich denke, wir müssen da einen Schritt weiter denken und das ist alles erst am Anfang. Ich sehe aber durchaus Chancen, dann zumindest auch in den nächsten Jahren, wenn es um die Anpassung geht, da auch zu weiteren Erkenntnisfortschritt zu kommen. Herr Amels, die Umweltverbände haben sich ja bisher auch stark damit befasst, Kohlekraftwerke zu verhindern. Jetzt wird es in der Debatte darum gehen, dass auch wir Steuerzahler, wir Stromkunden tatsächlich Geld für konventionelle Kraftwerke ausgeben, zusätzlich als Fördermittel. Ist das eigentlich kommunizierbar? Sagen wir mal so, ein erneuerbares Energiensystem muss ein Add-on haben oder ein Backup. Wie der aussehen muss, da gibt es zwei Gründe für. Einmal, er muss vergleichsweise günstig sein und muss möglichst aus Erneuerbaren gespeist sein, also sprich ein Speicher oder eine Verhaltensänderung oder Anpassung von Verbrauch und Erzeugung. Das wäre die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit wäre natürlich, ein vor allen Dingen schnell regelbares Kraftwerk zu haben, was eben in der Lage ist, diese sehr starken Schwankungen, die im Strom nachher kommen, zu regeln. Das sehe ich bei Braunkohlekraftwerken zumindest im Moment noch nicht. Deswegen wird also auf Sicht eine Anpassung über die Kraftwerke schon notwendig sein. Zumindest für einen überschaubaren Zeitraum. Wir werden irgendwann mal das ganze System so weiterentwickelt haben, dass es auch ein rein erneuerbares System geben wird. Aber auf dem Weg dahin sehe ich durchaus schon noch Ergänzungen und Anpassungen, die mit ein Stück weit Gaskraftwerken notwendig sind, ja. Um nochmal in die Feinheiten Ihres Twitter-Disputs zu gehen, da fielen die Begriffe strategische Reserve und Kapazitätsmechanismen. Kann jemand anschaulich erklären, was da der Unterschied ist? Ja, das ist jetzt wirklich, ich bin eigentlich meistens fair. Nein, sozusagen die Grundsatzfrage, also das ist alles ein bisschen schwieriger. Ich habe früher auch immer explizit von Kapazitätsmechanismen geredet, habe dann von einem ehemaligen Staatssekretär im Bundesumweltministerium gelernt, hör bloß auf von Mechanismen zu reden, sozusagen, das klingt immer nach Vergewaltigung, sozusagen, was wir machen ist, wir wollen Markt. Es gibt im Grunde genommen zwei verschiedene Debatten. Erstens, es ist einig, wir werden einen Einkommensstrom für die Bereitstellung von Kapazität im Kraftwerksmarkt erzeugen werden. Das ist Konsens von allen. Dann gibt es die erste Unterscheidung, die ersten sagen, wir werden das für alle Kraftwerke machen müssen. Das ist das, was hierzulande unter dem EWI-Modell läuft, was eigentlich ja nicht das EWI erfunden hat, sondern die haben das abgeschrieben von Nordamerika und dann nochmal neu gelabelt. Und dann gibt es sozusagen die anderen sagen, lasst uns da anfangen, wo wir die Probleme haben, sozusagen bei Bestandskraftwerken und bei Neubaukraftwerken. Da sind wir uns einig, wo wir uns dann unterscheiden. Und das ist das einzige Unterscheidungsmerkmal der strategischen Reserve, dass diejenigen, die strategische Reserve wollen, sagen, diese Kraftwerke, die in den Genuss von Einkommensströmen kommen sollen, aus diesem neuen Mechanismus oder Markt, dürfen nicht im normalen Markt agieren. Das ist die strategische Reserve. Und meine Linie der Diskussion ist, wir tun gut daran, diese Kraftwerke aus ganz verschiedenen Gründen nicht zu verbieten, im normalen Markt zu agieren. Das ist ein Disput, den müssen wir ausfechten, da müssen wir rein. Wo wir uns dann aber schon wieder einig sind, ist, dass wir über solche Märkte, Mechanismen eine ganz wichtige Quelle adressieren müssen, die in der Diskussion oft untergeht. Dass nämlich wir eine Möglichkeit haben, die Versorgungssicherheit nicht nur auf der Angebotsseite zu sichern, sondern auch auf der Nachfrageseite. Dass also die Frage ist, wann wird Strom verbraucht? Eine der entscheidenden Fragen ist, wie Versorgungssicherheit garantiert werden kann und wie das auch kostengünstig geht. Das geht nicht nur mit Kapazitätsmechanismen und ich will das nochmal sehr klar sagen. Wie gesagt, wir können im Vorfeld und bevor wir anfangen, Kapazitätsmechanismen zu diskutieren, da vieles tun. Ich will zum Beispiel für mich persönlich einen Stromtarif,
den ich, wenn ich Schwede oder Norweger wäre, bekommen könnte, dass ich nämlich für meinen Strom nicht irgendein Jahresdurchschnittstarif bezahle, sondern ich möchte profitieren von den Stunden, wo der Strompreis an der Börse wegen der Erneuerbaren null ist und ich bin bereit, die Preisspitzen auch zu bezahlen. Sozusagen, mein Stromanbieter ist hier im Saal. Niemand kann das in Deutschland. Und wir führen eine Versorgung. Wir führen eine Versorgungssicherheitsdiskussion. Das heißt also, wir müssen diese Debatte adressieren. Jetzt machen sich ja nicht nur die Umweltfreunde Gedanken über den schönsten Kapazitätsmechanismus. Frau Müller, ist die Branche da, hat die eine Tendenz für eines dieser drei Modelle? Das werde ich Ihnen nach dem 21.09. sagen können. Dann tagt nämlich unser Vorstand dazu. Und deshalb bitte ich um Verständnis, dass ich Demokratie erfahren, wie ich bin, erst die Meinung meines Vorstandes abwarten möchte. In all diesen Modellen würde die Bundesnetzagentur ja eine wichtige Rolle spielen. Herr Hohmann, haben Sie sich schon auf diese Macht im Erzeugungsmarkt vorbereitet, die Sie da erwarten würde? Ich habe ja vorhin in der Rede ja auch einiges dazu gesagt, was wir uns vorstellen können, worauf man achten muss, wenn man Kapazitätsmechanismen einführen möchte. Und da sind all die Stichworte gefallen. Die Nachfrageseite muss mit rein. Aus meiner Sicht müssen Bestands- und Neubauten da rein. Aus meiner Sicht muss das ganze Technologie offen gestaltet werden. Es muss ein Regionalfaktor da rein. Und das macht es ja alles so kompliziert und zeigt ja eben, dass da ein Riesendiskussionsbedarf noch besteht. Und deswegen sehe ich hier auch gar keinen Dissens. Wir können uns nachher vielleicht noch darum streiten, ein Jahr früher oder ein Jahr später irgendwelche Eckwerte zu entwickeln. Aber ich glaube, in der Grundaussage sind sich doch hier alle völlig einig, was dieses Thema angeht und was dann natürlich ein Problem. Das ist ja auch schön, solche Tarife zu haben, die einem dann erlauben, eine solche Steuerung des Stromverbrauchs vorzunehmen. Nur davor steht dann der intelligente Zähler. Den haben wir auch noch nicht und jedenfalls nicht auf eine Weise, wo Leute bereit wären, dafür zu bezahlen oder auch aus ganz anderen Gründen, wenn ich an Datenschutzfragen oder Ähnliches denke, dieses zu akzeptieren. Also da ist noch ein gewaltiger Schritt, der davor liegen muss. Herr Flassbart, wollten Sie noch ergänzen? Ja, ich will nur mal sagen, welche Fragen uns, ich glaube, die Modelle sind gut beschrieben, welche Fragen uns umtreiben müssen, ist, sind wir eigentlich von unseren wechselseitigen Annahmen so sehr überzeugt, dass sie auch wirklich praxistauglich sind, zum Beispiel wie elastisch zukünftig die Nachfrage auf dem Strommarkt ist, so wie Felix Mattes gerne die Preisspitzen bezahlt, wenn er dafür zu einer anderen Zeit null oder nahe bei null nur bezahlen muss, kann man ja die Frage stellen, warum soll das eigentlich per se für Industrieunternehmen nicht gelten, dass die auch bereit sind, in bestimmten Spitzen sehr, sehr hohe Preise zu zahlen, die wir uns möglicherweise im Augenblick noch gar nicht vorstellen können. Warum überlegen wir das eigentlich immer mit Blick auf Gaskraftwerke, die jedenfalls nicht auf ein paar hundert Stunden ausgelegt sind, sondern typischerweise eine Technologie, die auf einige tausend Stunden angelegt ist. Also wie viel Innovationskraft trauen wir da ökonomischen Anpassungsmodellen, aber auch Technologieentwicklung zu? Das ist die eine Frage, die man diskutieren muss. Und das zweite ist die eng verknüpft mit dem europäischen Markt. Wie verhält sich sowas im europäischen Markt? Kann das eigentlich sein, dass wir Kapazitäten vorhalten, die am Markt operieren, obwohl sie im Grunde Überkapazitäten in einem größeren Markt darstellen? Verschwinden die dann nicht an anderer Stelle wieder? Das ist der Grund, warum ihr in euren Modellen von unten aufhalten wollt, damit auch die Bestand- oder die abgangsbedrohten Kraftwerke aufgehalten werden. Wie ist das mit Kapazitätsmärkten in anderen Ländern? Welche Art von Kraftwerken haben die dann eigentlich vor Augen? Sind das wie bei uns die modernen Gaskraftwerke oder würde damit eine ganz andere Kraftwerkspolitik gemacht werden? Müssen wir nicht unsere Abstinenz als Deutsche mal ein bisschen ablegen, nicht über Energiepolitik anderer Länder reden zu wollen? Ich meine, ich komme jetzt im Augenblick viel rum, das ist recht munter, wie unsere Energiepolitik kritisiert wird, aber dass uns mal über die Lippen kommt zu sagen, warum glauben eigentlich die Franzosen, diesen Atompfad so weitergehen zu können? Da wird immer so ein bisschen, kann man dazu sagen, ja, und ich würde mir da eine entspanntere, aber auch eine offene Diskussion in Europa wünschen, ob wir uns nicht doch auf einen gemeinsamen Weg einigen können, der eben tatsächlich risikoärmer ist, was die Kraftwerke angeht, sowohl mit Blick auf Nuklearsicherheit als auch mit Blick auf den Klimaschutz. Herr Mattes?
Ja, wie gesagt, ich glaube, das ist alles richtig. Und wir haben ja heute vorhin, wenn Sie in dem Panel Nummer 2 waren, hat ja Frau Nies von Eurelektrik mal die Grafik aufgelegt, wer denn da wo über Kapazitätsmechanismen diskutiert. Und das Interessante war ja, dass auch die deutsche Wahrnehmung, bei allen anderen wird diese Diskussion nicht geführt, sondern wir sind die Einzigen, die diese Besorgnisse haben. Die Karte war da sehr überzeugend. Ich glaube, und das ist aber wieder so eine Frage, an welcher Stelle setzt man an? In der Tat gibt es in einigen europäischen Staaten Dinge, die ich persönlich nicht gut finde, die aber aus ihren Rationalitäten verfolgen. Und die Frage ist, sollte man dort anfangen, über Ziele zu diskutieren, oder soll man nicht sozusagen im Bereich der Instrumente diskutieren? Und das ist, glaube ich, für mich die spannende Debatte. Wenn es ein Kapazitätsproblem gibt, werden für diese Kapazitäten irgendwann Kapazitätsströme erzeugt, wie auch immer. Wenn man zu lange wartet und abwartet, dann werden Mechanismen in Gang kommen, die dann so nach dem britischen Modell ausgehen. Einspeisevergütung für Kernenergie, wie gesagt, das pfeifen ja die Spatzen von den Dächern, 10,5 Eurocent pro Kilowattstunde für Strom aus einer 60 Jahre alten Technologie, auch eine schöne Geschichte, wird aber da gemacht. Das Einzige, womit man da eine bestimmte Rationalität reinbringen kann, ist, dass man sich klar wird darüber, dass diese Einkommensströme, die da erzeugt werden müssen, dass die auf wettbewerblicher Grundlage zustande kommen. Und das ist aus meiner Sicht sozusagen der größte Verbündete, den wir inzwischen auch haben im Bereich der Einhegung dieser Hochrisikotechnologien. Und deswegen glaube ich eben, dass sozusagen abwarten und gucken, bis das Problem kulminiert, bis jeder Staat anfängt, nach seiner spezifischen Interessenlage Einkommensströme vom Zaun zu brechen. Und es ist ja noch nicht so lange her. Wir haben ja das Kraftwerksförderprogramm, was ja sehr in diese Richtung ging, gerade erst beerdigt hier in Deutschland. Sozusagen, dass man deswegen Schritte gehen muss zu Mechanismen, die diese Frage auf die Ebene von Wettbewerb verlagern. Und dann bin ich da sehr, sehr optimistisch, dass gerade von den Hochrisikotechnologien da in diesem Bereich nicht viel übrig bleibt. Ich glaube, und wie gesagt, das ist sozusagen einer der Unterschiede, dass Wait and See eben auch unter bestimmten Voraussetzungen dann den großen Sprung erfordern kann. Und an große Sprung, und ich habe diesen Begriff mit Bedacht gewählt, da glaube ich nicht. Die gehen immer schief. Und das müssen wir einfach, diese Balance zu finden zwischen empirische Erfahrung sammeln, große Sprünge vermeiden und genügend lernen. Da müssen wir einfach Konvergenzkurven hinlegen. Und das ist den Konflikt, den müssen wir austragen. Da müssen wir Empirie und auch Theorie nebeneinander legen. Und das, um das jetzt mal nicht so einen großen Konsens, das war ja das, was mich beim Uber geärgert hatte, dass das Uber eine Studie vorlegt, die eben einen Teil selbst der theoretischen Literatur nicht zur Kenntnis nimmt. Das war sozusagen mein Ärger. Und dann kann man und soll man immer über Theorie und Empirie diskutieren. Und dann endet es immer bei so ein paar Grundsatzüberzeugungen, wie man glaubt, dass Mechanismen ist. Aber ich glaube, dass man die abschiften kann. Und deswegen sind solche Austausche sozusagen, um die Probleme und Annahmen abzuschiften, dann auch immer gut. Wenn man Sie fünf jetzt darüber reden hört, dann klingt das so, als würde es, wenn Sie noch ein bisschen weiterreden, dann würden Sie ein gemeinsames Modell finden, dann bräuchte man noch einen schönen Namen, wo möglicherweise das Wort Markt drin vorkommt, oder auch, das würde manchen helfen, anderen vielleicht nicht. Und dann würde man mit einem Trial-and-Error-Verfahren da ganz gut zurande kommen, aber jetzt machen Sie fünf die Energiewende ja nicht alleine. Frau Müller, trauen Sie der Politik so einen rationalen Prozess eigentlich zu? Naja, erstmal, wir fünf da an einem Strang stehen, wäre schon mal nicht schlecht. Also insofern schauen wir doch mal, was wir damit auf die Strecke bringen, um dann auch Politikberatung im besten Sinne darüber machen zu können. Wie geht es Ihnen als politikerfahrenen Ex-Staatssekretär? Ja, es ist genauso. Wir alle hier haben eine Funktion, die auch ein Stück weit Beratung einschließt für Politik. Wir werden ja gefragt dann auch, wie wir diese Dinge einschätzen. Deswegen habe ich auch gesagt, dass etwa die Netzagentur sich natürlich intensiv an dieser Diskussion über Kapazitätsmärkte und Mechanismen und ich weiß nicht was beteiligt. Und meine Erfahrung jedenfalls ist, dass man muss vorsichtig sein, in den Spitzen der Politik da auch sehr viel Verständnis hat. Nur Politik, das eine ist Verständnis, das zweite ist das, was Frau Müller ganz am Anfang gesagt hat, dieses dann auch um und durchzusetzen. Und da gibt's halt dann immer wieder doch die Probleme, weil sie dann doch immer auch Interessen aufeinander stoßen.
und diesen zweiten Schritt immer mitzubedenken bei all dem, was man konstruiert, das halte ich für wichtig. Ich glaube, die Zeit ist jetzt soweit, dass wir schon zu einer Abschlussfrage kommen können. Wir haben ja gesehen, es ging eher um Fragen, wer hat sich jetzt wem angenähert und weniger um wirkliche Dissense unter Ihnen. Aber Sie alle kennen auch Leute, die weniger sachlich und konstruktiv zu Werke gehen in diesen Tagen, die da draußen einen großen Kostenkrieg aus den Schützengräben führen und da wird wirklich sehr scharf geschossen. Jetzt an Sie fünf nacheinander gerne. Was wird Ihr konkreter Beitrag dazu sein in den nächsten Wochen und Monaten, um diese Debatte zu versachlichen? Also erstmal finde ich, geht doch, und ich weigere mich von denen, die in ihren Ecken sind, die Energiedebatte weiter dominieren zu lassen. Und deshalb werden wir weiter versuchen, konstruktive Schritte peu à peu vorzulegen. Das heißt jetzt, wie gesagt, im September noch einen Vorschlag zu machen für ein Mittelfristinstrument, was geeignet ist, hier abzusichern, gleichzeitig aber auch Debatten an allen Ecken und Enden zu führen, sei es Netzentwicklungsplan, sei es die Frage, wie geht's weiter. Ich glaube einfach, dass diejenigen, da werden wir unseren Teil zu beitragen wollen, die ein Interesse an der Energiewende haben, sich nicht in die Frage des Obs hineinlagen lassen, sondern jetzt konkret über wie und über Zeitpläne sprechen sollten. Wir werden bei den Diskussionen, die wir jetzt auch vor Ort schon führen und seit Jahren auch führen, immer wieder darauf hinweisen, dass es nicht darum geht, das Ganze in Frage zu stellen, sondern über dass Möglichkeiten mit einkalkuliert werden müssen, wie gering oder um den Infrastrukturausbau so gering wie möglich zu halten. Das ist wichtig, um am Ende die Energiewende, die ja auch vor Ort und von den Bürgern mitgetragen werden muss, auch zu kommunizieren und auch sie zum Mitmachen zu bewegen. Wenn uns das nicht gelingt, den Bürger draußen, der viel mehrfach betroffen ist, wie nur von so ein paar Windrädern in der Vergangenheit, von diesem gesamten Umbau, wenn es uns nicht gelingt, den mitzunehmen, dann haben wir alle zusammen ein Problem. Und dazu gehören auch Kosten, ja, wobei ja die Umfragewerte bei Erneuerbaren immer, trotz der ja bekannten Kosten, immer noch sehr, sehr hoch sind. Und die beste Möglichkeit ist, auch dann Beteiligung anzubieten und wenn schon keine Beteiligung, dann zumindest auch bei der Planung mit dabei zu sein und dieses Ganze mitgestalten zu können. Das haben wir immer wieder vor Ort erlebt, dass das die besten Möglichkeiten sind, um auch das ganze Thema voranzubringen und auch Verständnis dafür zu erwerben. Ja, nehmen Sie die EEG-Debatte. Ich glaube, daran kann man die Aufgaben sehr gut ablesen. Es ist in den letzten Wochen viel darüber diskutiert worden, wie viel müssen eigentlich die Haushalte dafür übernehmen, dass die energieintensive Industrie befreit wird, die oder weitgehend befreit wird. Die energieintensive Industrie hat sich angeprangert gefühlt, hat sozusagen zurückgeschossen. Und Tatsache ist, dass wenn wir die gesamten Industriebefreiungen an die Verbraucher zurückgeben, also wenn wir eine Gleichverteilung hätten, dann würde die Debatte nicht sehr viel anders aussehen in diesem Land. Denn es ist nicht so, wie von manchem suggeriert wird, dass dann die Kosten der EEG-Umlage für private Haushalte dramatisch sinken würde. Sie wäre etwas niedriger, das stimmt. Insbesondere dann, wenn man nicht radikal daran geht, sondern sagt, naja, also einige energieintensive Industrie, die beansprucht das ja sehr zu Recht und deshalb soll sie auch befreit werden. Umgekehrt kann ich der Industrie nur, wir haben schon mal letztens darüber gesprochen, sehr raten, auch auf ein bisschen Innenhygiene zu achten. Es gibt welche, die stehen definitiv nicht in einem internationalen Wettbewerb und profitieren im Augenblick. Und wir müssen Mechanismen finden und hoffe, dass die Industrie da auch mit Verbündeter ist, sehen, dass ihr das längerfristig dann auch diese Möglichkeiten erhält, mit denen wir präzise die schützen, die ansonsten von Abwanderung bedroht wären, aber diejenigen, die ungerechtfertigterweise befreit werden, da auch rausnehmen. Ich glaube, das wird sehr zur Diskussionskultur beitragen. Und im Übrigen noch mal richtig einordnen, es ist nicht so, dass das bisherige Energiesystem ohne gesellschaftliche Subventionen ausgekommen wäre. Ich komme aus Duisburg-Rheinhausen. Ich weiß, wie jeder Arbeitsplatz in der Kohleindustrie über Jahrzehnte gefördert worden ist. Und das gehört auch zu einer richtigen Proportion der Debatte dazu. Ja, ich nehme gerne den Ball von Herrn Amels aus, weil er aus meiner Sicht völlig recht hat mit seiner Forderung Bürgerbeteiligung, Infrastrukturausbau. Und das ist genau ja die Aufgabe, die jetzt vor der Bundesnetzagentur in den nächsten Wochen in extremer Weise liegt. Wir werden jetzt mit den Bürgern ins Gespräch kommen. Ich lade auch hier alle natürlich ein, sich daran zu beteiligen, zu einer unserer Veranstaltungen zu kommen oder uns per Internet zu beraten, was auch immer. Und ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Beitrag, weil ich das genau wie Herr Amels sehe,
die Bürgerbeteiligung, wo ja mancher sagt, je mehr Bürger ihr beteiligt, desto komplizierter wird das am Ende und desto langsamer geht es. Das Gegenteil ist der Fall. Beteiligung vom ersten Tag an, transparent machen und jedenfalls die Hoffnung haben, dass man auf diesem Weg dann auch zusätzliche Akzeptanz gewinnt und am Ende auch das dann bekommt, was wir alle wollen, nämlich auch eine gewisse Beschleunigung, in dem Fall beim Netzausbau. Und neben allen anderen Diskussionen, an denen wir uns natürlich beteiligen, ist das nun der konkrete Beitrag der Bundesnetzagentur in den kommenden Wochen, die Energiewende voranzubringen. Also wir werden, glaube ich, in den nächsten Wochen drei Dinge tun. Erstens, das, was wir tun können, ist Transparenz schaffen. Und viele Diskussionen werden entspannter geführt, wenn man die Strukturen sich anguckt. Ich habe neulich mal so eine Grafik gebastelt für die Zeit, wie Strompreise sich zusammensetzen. Ich glaube, sozusagen allein Fakten auf den Tisch zu legen und bestimmte Dinge transparent zu machen, ist ein wichtiger Punkt. Das hilft auch der Diskussion in die eine oder andere Richtung. Zweitens werden wir im Oktober einen eigenen Vorschlag zu Kapazitätsmärkten, Mechanismen auf den Tisch legen. Und drittens werden wir für zwei Dinge werben in der Debatte. Erstens, dass wir all das, was wir diskutieren, im Sinne des strategischen Inkrementalismus immer an langfristigen Strukturen orientieren müssen, die wir schrittweise umsetzen müssen. Und zweitens werden wir dafür werben, und das ist wieder meine Bluterfahrung aus dem Emissionshandel, es ist eine Illusion, dass zukünftige Politik oder politische Instrumente einfach werden. Politik ist kompliziert, aber kompliziert werden die Dinger von alleine. Und das heißt, man muss bei möglichst einfachen Sachen anfangen. Und die Dinge, die man differenzieren muss, sollte man abheben auf empirischen Befund. Mein Trauma, und das ist wirklich eine meiner schweren Niederlagen meines beruflichen Daseins, ist der erste nationale Allokationsplan vom Emissionshandel, wo immer, wenn jemand behauptet hat, da gibt es ein Problem, eine Regelung geschaffen wird. Und ich glaube, wir müssen dahin kommen, dass wir Regelungen schaffen, wenn es ein Problem gibt und nicht, wenn einer behauptet, dass es eins gibt. Sozusagen, und für diesen Weg vom Einfachen zum Komplizierten immer im Kopf zu behalten, dass es dann immer im politischen Prozess nur von alleine komplizierter wird, dafür werden wir werben. Das ist vielleicht die Chance des nächsten Jahres, dass wir da an ein paar Stellen ein bisschen weiterkommen. Vielen Dank an Sie fünf für diese wohltuend sachliche und vernünftige Debatte. Diese Veranstaltung geht jetzt inkrementell Ihrem Ende entgegen.